Heute geht es um die Benutzervorgaben und um die Metadaten. Leitung. Wo werden die gespeichert? Das ist ein bisschen schwierig zu finden. Ist aber wichtig, dass man das weiß. Ich ziehe mal einen Raw-File rein. Jetzt habe ich hier grundsätzlich keine Entwicklungseinstellung und grundsätzlich keine Metadaten, was natürlich ja unsinnig ist, also ich will das so. Jetzt habe ich mir schon Copyright angelegt. Das ist relativ einfach. Neu und einfach reinschreiben, aber ins richtige Feld. Sage ich gleich. Und die User Presets, die sind in einem anderen Video beschrieben. Die erstelle ich mir einmal und dann lade ich sie rein, wenn ich sie brauche. Das heißt, die Sachen, die ich immer mache, die muss ich natürlich nicht bei jedem Job jedes Mal neu machen, sondern die speichere ich mir einmal ab. Gut, fangen wir an mit Copyright. Hier ist nur wichtig, dass man es ins richtige Feld hineinschreibt. Ups. Aha. Ich sage es gleich, diese Felder sind sehr mühsam. Gefürchtet. Deswegen macht es keiner, aber es ist einfach wichtig, dass man es jedes Jahr einmal macht, weil natürlich man sieht, das Datum muss immer aktuell sein. So, inzwischen speichere ich das da bei IPTC Copyright hinein, gebe einen Copyright-Status unbekannt, fertig. Man kann das auch zuklappen, dann braucht man das nicht. Wichtig ist nur, dass es irgendwo drin steht, wo es sinnvoll ist und dass man es entwickelt, exportiert und in Photoshop öffnet und prüft, ob es auch wirklich drinnen steht. So. Und da das so kompliziert ist, das zu ändern und das auch keinen Sinn macht, weil die Überschrift kann man nicht ändern. Ich mache es immer so, ich schreibe mein Copyright hinein, kopiere das und benenne die Vorlage genauso wie der Text, der hier im Copyright steht. Dann weiß ich immer, welches Jahr ist das, was steht da drinnen. Das heißt, ich schreibe da nicht irgendwas oben rein, was unten nicht drin steht. Ich zeige dann gleich, warum ich das so mache. In dem Fall habe ich das schon und in dem Fall rufe mal was auf. Zack. Okay. Aber was ist, wenn ich das jetzt löschen will oder bearbeiten will oder auf einen anderen Computer bringen will? Das heißt, ich muss zu, gehe zu, in die Library, aber die ist versteckt, dazu muss ich die Alt-Taste drücken, dann erscheint die Library. Dann drücke ich drauf. Und jetzt bitte Vorsicht, dort nicht herumfuhrwerken. Application Support, Adobe. Lightroom. Und jetzt die Develop Presets sind logischerweise im Develop Presets. Hier gibt es die serienmäßigen und dann gibt es einen Ordner für die User Presets. Und dort liegen natürlich meine User Presets drinnen. Das heißt, ich kann sie dort löschen, ich kann sie auf einen anderen Computer in denselben Ordner legen. Ich muss sie nicht mehrfach anlegen und vielleicht Fehler machen. Das funktioniert relativ gut. Leider werden die nicht synchronisiert automatisch zwischen Geräten. Okay. Und Copyright sind natürlich im Metadata Presets und hier sollte auch nur eine einzige Datei drinnen sein und zwar aktuell von diesem Jahr. Man sieht schon, ich habe es so beschriftet, dass ich wirklich erkennen kann, welches Jahr was draufsteht und wenn man das geschwind prüfen will, kann man das in den Textedit ziehen und dann sieht man auch hier genau, was drinnen steht. Theoretisch kann man das ja auch hier ändern, nur das hat in letzter Zeit nicht so gut funktioniert. Ich lege es lieber neu an. Brauche es ja nur auf einem Computer neu anlegen und dann in die anderen reinkopieren. Aber wie gesagt, immer Benutzer, Library, Application Support, Adobe, Lightroom, Metadaten, Preset. Immer diesen Pfad verwenden. Dort liegen die drinnen. Wenn ich den Foto
den Lightroom deinstallieren, dann werden alle diese Ordner gelöscht. Das heißt, wenn ich da irgendwelche guten Sachen drinnen habe, kann ich mir zum Beispiel den Ordner Lightroom hier mal auf dem Schreibtisch kopieren und kann darauf zugreifen. Es kann ja auch sein, dass jemand viele komplexe Vorlagen gebaut hat und eine Menge Zeit investiert hat. Und dann ist das natürlich blöd, wenn es weg ist. Beim User Preset für die Entwicklung schreibe ich mir auch genau hinein, was es ist, sodass ich auch noch in 2 Jahren weiß, was ich da gemacht habe. Linear ist die Gradation, ACR 4,4 ist das Farbprofil und ich weiß schon, meine Basis ist Schärfe 40-1-40 und chromatische Operation entfernen, das ist über die 10 Jahre jetzt immer gleich, also das weiß ich schon. Ja, wie gesagt, wichtig ist nur immer, dass man die Dinge so benennt, dass man weiß, was es ist. Und nicht morgen, sondern in 1 Jahr oder 2 Jahren, wenn man schnell drauf schaut, muss man wissen, was ist das? Brauche ich das noch? Ist das aktuell? Ist das was Altes? Ja. Im PC wird es wohl ähnlich sein, wird es irgendeinen ähnlichen Pfad geben. Und das war's auch schon.